Herzlich willkommen zu unserer Reihe der Videoimpulse für die Fastenzeit. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Wir stehen hier vor der Clemenskirche inmitten von Münster. Ein barockes Juwel voller Pracht und Herrlichkeit, erbaut zur Ehre Gottes. Momentan ist sie gerade geschlossen. Sie wird kaum noch benutzt. Viel Prunk, wie in Vergessenheit gerät. Vielleicht geht es uns in der Kirche ähnlich wie dem Jüngling, der Jesus nachfolgen wollte und von dem Jesus verlangt hat, dass er die Hälfte seines Vermögens den Armen geben solle, um ihm nachzufolgen. Und auch diesem Jüngling fällt es schwer, denn er war sehr reich. Als Diakon in der Gemeinde Liebfrauen über Wasser habe ich einen besonderen Bezug zu dem heiligen Laurentius, dem einzigen Diakon, der auch im Hochgebet Erwähnung findet. Aber Archidiakon zur Zeit Papst Sixtus II., der 258 von Kaiser Valerian enthauptet wurde. Und vom Laurentius wurde verlangt, dass er die Schätze der Kirche dem Kaiser übergebe. Und Laurentius führte den Kaiser in die Armenviertel Roms mit den Worten: Hier, diese Armen, das ist der Schatz der Kirche. Der heilige Laurentius wurde für diese Tat auf einem Rost verbrannt. Gestatten Sie mir das Wortspiel: Wofür brennen wir? Wenn wir hier von der Clemenskirche ein paar Schritte über die Straße gehen, kommen wir zu einem unscheinbaren Eingang, ein Abgang in den Keller. Ohne Prunk und Herrlichkeit. Es handelt sich um den Treffpunkt an der Clemenskirche. Eine Möglichkeit für Obdachlose, sich etwas aufzuhalten. Gehen wir diese paar Schritte und treffen uns dort wieder. Wir sitzen jetzt hier im Keller vom Treffpunkt an der Clemenskirche. Auf diesem Platz sitzt normalerweise ein Obdachloser, eine Obdachlose, um Kaffee zu trinken, zu frühstücken oder auch ein Mittagessen zu bekommen. Derzeit können maximal 5 Personen hier in diesem Keller verköstigt werden, aufgrund von Corona. Leider ist es nicht möglich, einen größeren Raum für die Obdachlosen zu finden. Zum Abschluss möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die Anthony de Mello überliefert hat. Ein frommer Prediger hat immer wieder gefordert, dass Gott mehr Platz im Leben der Menschen haben müsse. Und ein weiser Mann hat ihm geantwortet: Gott ist schon da, auch hier in diesem Raum. Wir müssen es nur erkennen. Geben wir Gott Raum. In schönen Kirchen, aber auch bei den Menschen, die uns Jesus besonders ans Herz legt. Füße auf weiten Raum, du stellst meine Füße auf weiten Raum, auf weiten Raum, auf weiten Raum.